Wenn man jetzt die letzten Tage gewisse Zeitungen durchliest, muss man fast meinen, bei uns ist der Krieg ausgebrochen. Da schreiben sie zum Beispiel, Krampusse drehen völlig durch. Krampusse prügeln auf Zuseher ein. Zwei Personen erlitten bei Krampuslauf blaue Flecken. Geldtasche bei Krampuslauf gestohlen. Avina Kasplattl schreibt, Psychologen decken auf. Krampusläufe, die ausgelebte Aggression. Berchten bei Umzug außer Rand und Band. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht der überdrüber Krampuslauf-Fan. Ich frage mich auch manchmal, muss man unbedingt am 11. November schon so einen Krampuslauf organisieren? Der 12. November war noch früh genug. Nicht, wenn ich mir gewisse Larven anschaue, denke ich mir auf, boah, der Maskenschnitzer hat ein bisschen zu viel Horrorfilme geschaut. Aber wenn so ein paar blaue Flecken so ein Theater machen, ich meine, was glaubst du, was vor 30 Jahren los war? Nicht vor 30 Jahren sind die Krampusse daher marschiert, volles Programm, die haben auf uns einige Knittel volle, weißt du, das gleich so geschindert hat, gell? Und vor allem, schau mal, was die heutzutage für eine Ruten haben. Nicht, das ist ja eine Flauschklumpe, die man, das kannst du bei Friseur verwenden, das ist ja keine Ruten. Das ist eine Rute, nicht, das ist eine richtige Birkenrute. Oder mit Ketten haben sie auf uns einige Dinge, nicht? Wir haben noch angehabt, zwei lange Unterhosen, eine dicke Jeans oder eine Skihosen. Und trotzdem sind wir eine Woche nach dem Campuslauf immer noch mit blauen Flecken umgegangen. Und keiner hat sich bei uns aufgeregt. Aber heute musst du wegen jedem kleinen Kratzer gleich die Zeitung und die Polizei anrufen. Ich meine, ein kleiner Tipp. Wenn man zu einem Krampusumzug geht und sich dann beschwert, dass man auch nicht rübergezunden kriegt, ist das gleiche, wie wenn du zu einem Metallica-Konzert gehst und dich dann wunderst, dass dort die Musik so laut ist. So, und jetzt dann geh Krampus dreschen, gell? Also, vier denk, gell? So, Party!